Das stimmt. Und interessanterweise ist ja momentan Emotionen auf die eine oder andere Weise für jeden praktisch im Vordergrund durch die Social Medias, Facebook und Twitter und Xing. Im Prinzip ist es ja eigentlich nach außen zur Schau gestellte Emotionen. Ich habe manchmal den Eindruck, Politik wird gemacht nach den Anzahl von Likes, die der jeweilige bekommt, mehr als nachzudenken, welche Auswirkungen das hat. Ja, das ist Habe eine ich so. traurige, ja, da stimme ich dir zu. Es ist eine traurige Realität, dass solche Kanäle auch für Themen verwendet werden, die man definitiv nicht als positiv benennen kann. Und natürlich ist es da auch eine Frage, womit beschäftige ich mich? Und da auch zu unterscheiden, wer ist wirklich authentisch und wer spielt mir nur was vor, hat sehr viel mit einem selbst zu tun. Also je besser ich ein Selbstgespür habe, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemandem, ja, dass ich jemanden falsch einschätze. Wobei ich sage, es gibt immer ein Restrisiko, weil wir können nicht alles erspüren, wir können nicht alles vorausschauen. Aber dennoch gibt es so einen großen Anteil von uns, dass wir schon wissen, wenn wir einem Menschen begegnen oder was über Social Media sehen, kann ich wirklich so als echt betrachten. Also das ist schon so, dass man das merkt. Ja, manchmal frage ich mich, ob das alle merken. Man verwendet weniger Zeit, meine ich, zu versuchen, etwas zu verstehen, wie einfach nur auf kurze, plakative Headlines zu achten und dann seine Meinung abzugeben. Bei dir ist es jetzt was anderes. Wir kennen uns jetzt schon, wie lange? 20 Jahre, oder? Ja, Fast, ja. mindestens. Ja, genau. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Ja, und dir glaube ich das sofort. Ich denke, aber dieses lange Kennenlernen, das haben andere natürlich nicht. Wie schafft man es, in relativ kurzer Zeit authentisch zu wirken? Gibt es dafür ein Rezept? Also ich denke mal, jeder für sich ist so authentisch, wie er es eben gerade kann. Und was ist denn Authentizität? Für mich ist Authentizität, dass ich eben keine oder wenig Angst habe, mich so zu zeigen, wie ich bin. Und wenn ich aber noch nicht auf dem Level bin, dass ich das kann, dann ist das aus meiner Sicht legitim. So wie ich mich heute zeige, habe ich mich damals, als wir uns kennengelernt haben, nicht gezeigt. Da war ich tatsächlich in der Businesswelt, bin in die Rolle der Managerin reingeschlüpft, in mein Kostümchen, zack, und dann habe ich die Rolle gespielt der toughen Business Lady. Die war ich auch, aber ich habe zu der Zeit sehr viele Emotionen weggedrückt. Und ich glaube, dass Menschen dann authentisch sind. Wann sind Menschen authentisch? Das ist echt eine gute Frage. Ich denke, das sind Menschen, die ganz klar wissen, was sie im Leben erreichen wollen. Und die sich nicht beeindrucken lassen von Menschen, die sie davon abhalten wollen. Als ich damals angefangen habe mit dem Thema Emotion, Kerstin, die engsten Menschen, die ich kenne, haben gesagt, du hast wohl einen Vogel. Und natürlich hat es mich manchmal erschüttert, aber ich habe es dann abgeschüttelt von mir und habe gesagt, nee, das ist meins, das ist mein Baby und das lasse ich mir von keinem nehmen. Das ist mein Lebenselixier. Für mich war es meine Lebensrettung. Dem habe ich zu verdanken, dass ich ganz, ganz viele verrückte Situationen sehr souverän meistern konnte. Die Narben dessen trage ich und ich zeige sie der Welt. Ja.
Und damit meine Respekt. emotionalen Narben, nicht körperlich. Die sieht man ja nicht. Genau, die zumindest dank meiner Haarlänge inzwischen schon fast nicht mehr sichtbar. Also ich muss sagen, wenn ich es nicht wüsste, würde ich es nicht annehmen, weil wenn wir so miteinander reden, du bist die normale Kam, die ich kenne. Ja. Ja. Ja, ich denke mal, auch für mich selbst habe ich das Gefühl, es ist alles in Butter. Nur wenn ich dann bei der Krankengymnastik wieder so tolle Übungen mache, dann wird mir immer wieder bewusst, okay, musste ich noch ein bisschen gedulden, weil da merke ich dann, dass das mit dem Gleichgewichtssinn, Ossa. Ja, und dann lache ich mit meiner Krankengymnastin. Meine Güte, wir lachen so viel, das ist so befreiend auch. Und witzeln. Dann sage ich, ja, jetzt drehe ich eine Pirouette. Davon ist natürlich, daran ist nicht zu denken, aber das ist einfach schön, so rumzuspinnen und dann immer schön weiter zu schwitzen, während ich die Übungen mache. Und wenn ich sie dann geschafft habe, dann könnte ich mir eben auch, dass ich mich ablege, dass ich mich ausruhe und dass ich meinem Körper ganz viel Lob und Zuspruch gebe. Du hast ja auch gefragt, ob ich mich mit irgendwas belohne. Ich belohne mich einfach mit dem Glücksgefühl. Was brauchst du denn mehr an Belohnung? Mein Körper schenkt mir die Freiheit, dass ich diese Dinge machen kann. Also womit soll ich mich denn noch mehr belohnen? Mit einem Eis. Bei denen ja? Mit einem Eis, genau, das hatte ich gerade gedacht. Ja. Genau, das hatte ich gedacht. Esse ich immer noch so wahnsinnig gerne wie damals. Hast du auch noch so hohe Schuhe an wie damals? Aktuell leider noch nicht. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen üben. Würde ich mir jetzt, also das wird mir im Augenblick im Traum nicht einfallen, aber ich freue mich schon auf die Zeit, wo ich wieder meine coolen Schuhe tragen kann. Ja, gut. Jetzt haben wir schon eine Stunde geredet. Ist das schwierig für dich? Tut's weh oder also jetzt ist das in Ordnung, aber vor einiger Zeit hätte ich das überhaupt nicht geschafft. Da war es tatsächlich so, mir war das ja wichtig, ein bisschen sozialen Kontakt zu haben. Den hat man, wenn man mit anderen Menschen einfach isst, zum Essen geht. Und damals wurde ich ja begleitet in den Speisesaal und da haben wir dann herausgefunden, eine Stunde ist zu viel und so nach einer Dreiviertelstunde, 50 Minuten, das habe ich dann immer im Vorfeld ausgemacht, wurde ich dann abgeholt, wurde aufs Zimmer begleitet und bin dann auch jedes Mal sofort in einen Tiefschlaf gefallen und habe mich von der Strapaze des Essens und der kleinen kurzen Gespräche erholt. Aber das ist jetzt wirklich schon, meine Güte, das fühlt sich sehr weit weg an. Und das ist ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Ja, wenn du sagst, weit weg, wie weit ist es denn her? Oder wie lang ist es denn her, dass du die OP hattest? Die erste war am 16. Mai und die zweite am 27. Mai. Ne? Und es waren OPs, die erste ging 7-8 Stunden und die zweite war etwas kürzer, 5-6 Stunden. Aber das scheint mir wirklich sehr, sehr weit weg. Ja, weil ich einfach so viel Lebensgefühl wieder in mir spüre. Das Lebensgefühl hatte ich auch damals, aber mein Körper wollte nicht so richtig. Der hat dauernd, war ihm alles zu anstrengend. Also es ist ja auch ein Segen. Im Grunde genommen sind ja Schmerzen auch was ganz Gutes. Wenn wir sie denn hören wollen und sie respektieren, sind sie ja im Grunde genommen einfach nur Warnsignale, die uns helfen, mit unseren Ressourcen besser umzugehen. Und viele Menschen hören diese Signale nicht mehr, weil sie einfach auch irgendwo so ihr Selbstwahrnehmungsgefühl verschüttet haben, weil man ja Gefühle auch nicht zeigen darf. Wie soll man da sich selbst spüren? Das geht doch gar nicht.
Und deshalb haben wir auch sicher so viele Burnout-Fälle und andere Themen. Ja. Ja, das stimmt. Ja, man wird eigentlich darauf gedrillt, sowas zu ignorieren. Sonst wäre man ja nicht tough. Ja, genau. Aber jeder hat die Chance, es zu ändern und jeder muss eine Entscheidung für sich treffen. Will ich das noch so haben? Ist es hilfreich für das, was ich für mich erreichen möchte? Oder ist es eher so, dass es mich blockiert und ich dadurch keine Chancen sehe, die Dinge zu verändern? Aber diese Entscheidung kann einem keiner abnehmen, auch ich nicht. Das stimmt. Ja, es ist nicht einfach. So, und du bist jetzt nicht müde oder sowas? Das geht noch? Doch, also ich merke schon natürlich so, wenn, ja, wir reden ja jetzt so knapp eine Stunde miteinander, da merke ich schon, ja, also es ist jetzt nicht, dass ich Schmerzen habe, aber natürlich merke ich insgesamt, ich überlege auch vielleicht ein bisschen länger oder so. Das merke ich schon, ganz klar. Aber wenn wir jetzt dann fertig sind, dann lege ich mich ein bisschen ab und dann geht es auch schon wieder zum Essen. Stimmt. Oh. Das ist ja dann pünktlich, ist er. Ja. Immer um 12. Ja, genau. Ab 12 ist Ja. sozusagen Manege frei für Raubtierfütterung. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, vielleicht beenden wir dann das Interview für heute, weil ich will jetzt auch nicht, dass du dich überanstrengst. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn du es tust. Du weißt es weitaus besser. Ich denke, das ist auch eine Sache, die du sehr gut beherrschst, das Grenzen setzt, nehme ich an. Auch Genau. was so die Interaktion mit Leuten betrifft. Das bringt Absolut. mich zu einem interessanten Thema. Wie sagt man dann Leuten, die man ja nicht vor den Kopf stoßen will, dass man eigentlich jetzt einen Cut machen möchte und ein andermal weiter mit ihnen redet, besonders wenn man in einer Konfliktsituation ist. Ganz einfach, indem man sagt, also ich stehe jetzt, wir stehen jetzt an einem Punkt, wo es weitergeht und lassen Sie uns da einen Break machen und dann kann jeder von uns nochmal darüber nachdenken und vielleicht hat der eine oder andere eine Idee, wie das dann tatsächlich funktionieren kann, weil jetzt haben wir uns in dieser Situation festgehakt. Und ich mache das hier ganz genauso. Also ich hatte jetzt schon ein paar Mal die Situation, dass Menschen einfach mir irgendwie mich gedrückt haben. Wir haben hier ein sehr herzliches Verhältnis miteinander. Das ist sehr, sehr schön und auch sehr vertraut. Das genieße ich auch sehr. Aber da habe ich auch schon gesagt, du, also das. An der Stelle ist es einfach, es ist ja so, dass es 6 Wochen braucht, bis der Knochen wieder zusammenwächst, ne? Und das ist sehr fragil und da muss man wirklich sehr, sehr gut aufpassen. Ich hätte jetzt auch die ersten 6 Wochen, wäre ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, ins Schwimmbad gehen dürfen. Und da muss man wirklich tatsächlich aufpassen. Ich meine, das sind ja zwei Stellen am Hinterkopf und wenn da was passiert wäre, also das wäre alles andere als einfach, das dann wieder, also das muss ja nicht sein. Und ja, dann sage ich das den Menschen. Ich glaube, wenn man keine Angst hat, andere zu verletzen oder Vorbehalte hat aufgrund einer Angst, oh Gott, wie wird der jetzt reagieren, dann macht man sich das Leben echt leicht, ne? Weil du letztendlich ja auch einen Vertrauensvorschuss in den Menschen gibst, dass er das abkann. Und außerdem hast du ja dann immer noch die Handhabe, wenn du merkst, oh, jetzt ist jemand sehr betroffen. Es zu sagen, oh, das hat dich jetzt sehr getroffen, das wollte ich nicht, wie können wir denn jetzt mit der Situation umgehen? Das ist genau das, was ich meine. Diese Sprache, die wird in den Unternehmen nicht gesprochen. Warum? Weil wir halt unser Jacket anhaben und mit diesem Jacket ziehen wir eine Rolle an. Es ist wichtig,
diese Schutzmechanismen zu leben. Aber wenn man darin verkrustet, dann ist es nicht zielführend. Ja, das ist richtig. Das sehe ich auch immer wieder. Wobei ich auch sehe, dass das eigentlich belohnt wird momentan. Ich hatte jetzt eher an deine Situation gedacht, wenn du mit den Ärzten umgehst. Ich könnte mir vorstellen, die sagen sicherlich, du darfst nicht dieses oder jenes oder das und das wird jetzt passieren. Und wie das letzte Mal auch, denke ich mal, du hast da deine eigene Vorstellung. Absolut. Na klar habe ich meine eigenen Vorstellungen. Und na klar komme ich immer wieder in die Situation, dass ich Vorstellungen habe. Und ganz oft ist es aber so, dass denen entsprochen wird. Und wenn nicht, dann wird es eben so lange besprochen, bis es für beide gut ist. Also manchmal dauert es ein bisschen länger. Es gibt bestimmte Dinge, die ich aus bestimmten Gründen nicht machen möchte. Aber es ist wie draußen in der Welt, wenn ich sie schlüssig erklären kann, das setzt ja da voraus, dass ich ganz genau weiß, was ich will und auch ganz genau weiß, was ich nicht will. Und dann ist die Kommunikation eine andere, als wenn ich selbst noch schwanke und unsicher bin oder bei dem anderen bin, meine Güte, wie geht er damit um? Wenn ich den anderen als gleichwertigen Gesprächspartner sehe, dann kann man doch über alles reden. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade im medizinischen Bereich der ungleiche Wissensvorsprung des Arztes ihn natürlich dazu verleitet, oft mal zu sagen, okay, jetzt höre ich mir nicht weiter an, was die oder derjenige sagt, sondern das wird jetzt so gemacht und entweder wir machen das jetzt so oder ihr sucht euch jemand anderes. Also ich hab die Erfahrung gemacht, dass nur weil jemand Arzt ist, es längst nicht bedeutet, dass alles, was ein Arzt mir sagt, dass ich sozusagen blind vertrauen kann. Ärzte sind in erster Linie Menschen. Und jeder Mensch kann Fehler machen. Und wenn ein Arzt die Erfahrung gemacht hat, dass es bei bestimmten oder bei den meisten Patienten mit dem und dem und dem Weg funktioniert, dann kann ich mir sowieso erstmal alles anhören und mir Gedanken dazu machen. Und wenn ich für mich der Ansicht bin, nee, für mich stimmt das nicht in meinem Leben, dann, wenn es erforderlich ist, kommuniziere ich es oder mache ich es anders. Beispielsweise hat man mir damals gesagt, ja, Sport werden Sie nie wieder machen können und so weiter und so fort. Aber ich habe mich mit meinem, ich liebe Sport. Und ich habe mich da Stück für Stück durchgehangelt. Und zuletzt, also die letzten 2, 3 Jahre, habe ich Spinning gemacht. Und ich denke, geschuldet dieser Tatsache war ich auch tatsächlich super fit, um diese 2 schweren Eingriffe in sehr kurzer Zeitspanne hintereinander auch zu schaffen. Und ich habe noch im Krankenhaus gedacht, oh je, Spinning oder Zumba oder solche wirklich Power-Sports wirst du nie wieder machen können. Aber inzwischen freue ich mich schon. Also vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich im Herbst so weit bin. Wäre cool. Aber und auch Radfahren auf mein eigenes Rad, wenn ich so weit bin, das ist ja wirklich auch so, dass spüre ich dann, dass ich merke, ich beginne darüber nachzudenken. Und dann überlege ich genauso wie bei den 9 Stufen, wie könnte ich es denn schaffen? Damals habe ich gedacht, okay, dann machst du halt 2, 3 und dann bist du halt happy mit 2, 3 Stufen. Aber als ich die 3. hatte, habe ich gemerkt, ey, mein Körper hat noch Luft. Dann habe ich nochmal 2 gemacht, dann hatte ich schon 5. Und dann habe ich nochmal 2 gemacht, habe mich dann aber hingesetzt und habe, deshalb hat es eine halbe Stunde gedauert. 9 Treppen, eine halbe Stunde. Und habe mich wieder ausgeruht. Und dann bin ich aufgestanden und da habe ich gedacht, Mensch, also die 2 könntest du doch jetzt wirklich noch machen. Und dann habe ich die auch noch gemacht. Und ich bin geschwebt. Ne? Du kennst ja die eine Werbung, verleiht Flügel. So habe ich mich gefühlt. Allerdings, womit ich nicht gerechnet hatte,
als ich die Treppen dann runtergegangen bin, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe Sand in den getrieben. Meine Hüften haben mich so geschmerzt, weil ich ja viele Wochen nicht diese Bewegung machen konnte auch. Und Halleluja, ich habe also in letzter Zeit sehr oft Muskelkater. Aber das ist gut, da weiß ich, ich lebe und es funktioniert alles. Aber wenn man vorher so viel Power hatte, auch sportlich, und dann so zurückstecken muss, wird man dann nicht ungeduldig? Sehr. Okay, da bin ich beruhigt, weil schon allein der Vorstellung, da würde ich schon in den Hufen schauen. Ja, also mein Körper hilft mir, dass ich ganz artig geduldig bin, weil der mir ganz klar die Grenzen zeigt. Und insofern würde ich jetzt auch sagen, lassen wir es mal gemütlich ausklingen, damit ich jetzt wieder ein bisschen chillen kann. Und damit, weil es ist dann einfach so, ich merke dann, okay, jetzt beginnt schon der Kopf so ein bisschen zu spannen und wenn ich den Bogen überspanne, kriege ich Schmerzen und das muss nicht sein. Ja, klar. Okay. Waren tolle Fragen, hat riesig Spaß gemacht. Toll, freue mich sehr. Herzlichen Dank.